Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum virtuellen Pressbriefing des Science Media Centers mit der Überschrift 3 Jahre Dürre. Welche Auswirkungen hat das auf die Landwirtschaft und die Wälder? Mein Name ist Silvio Wenzel. Ich bin hier Redakteur beim Science Media Center und ich freue mich, dass wir unsere 3 Gäste für dieses Pressbriefing gewinnen konnten. Jetzt hat es ja über das lange Wochenende ein bisschen geregnet und da könnte man auch denken, die mediale Präsenz des sehr trockenen Aprils lässt ein bisschen nach. Aber trotzdem ist die Gesamtsituation nach wie vor natürlich unverändert. Nach dem außergewöhnlich und sehr nassen Februar, dem mehr oder weniger normalen März, war es im April überall in Deutschland deutlich trockener als im langjährigen Mittel. In einigen Regionen hat der DWD vermeldet, konnte fast den ganzen Monat kein messbarer Niederschlag beobachtet werden. Das bringt die Wälder und auch die Landwirtschaft natürlich in die Situation, nach den sehr trockenen Jahren 2018 und 2019 jetzt zum dritten Mal hintereinander unter diesen Stress des Wassermangels zu geraten. Und die Böden haben in weiten Teilen Deutschlands die Defizite, die in den letzten Jahren aufgelaufen sind, noch nicht ausgleichen können. Und obwohl natürlich noch völlig unklar ist, wie der Sommer aus meteorologischer Sicht wird, hört man immer wieder Befürchtungen, dass das dritte viel zu trockene Jahr in Folge kommen könnten, dass Bäume großflächig absterben, weitflächig, also auf großen Flächen absterben könnten, dass die Borkenkäfer in den Wäldern sich immer weiter breit machen, dass in der Landwirtschaft große Ernteeinbußen zu befürchten sind. Die Idee zu diesem Pressbriefing ist uns gekommen, weil wir dachten, wir würden gerne die Frage mal weglösen von der konkreten Situation der akuten Trockenheit hin zu dem, welche Effekte könnten durch die Kumulation von mehreren außergewöhnlich trockenen Jahren nacheinander entstehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, ich werde jetzt zunächst Ihnen die Experten vorstellen, kurz 1, 2 Fragen adressieren und dann den Raum öffnen für Ihre Fragen, die Sie rechts in den Chat eintragen können. Dort können Sie nur jeweils Ihre Fragen lesen. Und eine Kollegin unterstützt mich und wird die Fragen für mich mir dann zuspielen. Und das soll auch genau der Raum hier sein in diesem virtuellen Pressbriefing für Ihre Fragen da draußen. Ich stelle Ihnen jetzt unsere Experten in alphabetischer Reihenfolge vor. Dr. Henrik Hartmann arbeitet am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena und leitet dort die Arbeitsgruppe Plant Allocation im Department Biogeochemische Prozesse. Das war schwerer, als ich dachte. Seine Expertise liegt im Bereich der Baumökophysiologie. Das heißt, er beschäftigt sich mit der Untersuchung von den physiologischen Reaktionen von Bäumen auf die Veränderung der Umweltbedingungen. Und er engagiert sich auch in mehreren Netzwerken, die sich mit dem Thema Baumsterben beschäftigen. Herr Hartmann, meine erste Frage an Sie. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass dass 2018 im Sommer ein Bekannter von einem Wochenendausflug und einem Leerspaziergang durch den Wald wiederkam und sagte, der Förster, der Sie dort durch den Wald begleitet hat, hat gesagt, ein erstes trockenes Jahr können die Wälder ganz gut ab. Ein zweites wird die schon ordentlich stressen. Aber sollte wirklich der Fall eintreten, dass es 3 Jahre hintereinander außergewöhnlich trocken ist, dann könnte es den Wäldern echt an den Kragen gehen. Es könnte das dritte Jahr werden. Ist das, also inwiefern eskaliert die Situation oder könnte der Förster recht behalten, dass die Wälder massivste Probleme bekommen? Ja, also ich würde das jetzt mal nicht an der Zahl 3 festmachen wollen, aber an dem kumulativen Effekt. Und das ist natürlich in der Tat gerade bei Bäumen jetzt verglichen mit der Landwirtschaft, wo wir oft sozusagen die Umtriebszeiten von einem Jahr haben, also eine Saison, in der Pflanzen gedeihen müssen und das halt auch alles sozusagen nur eine Wachstumsperiode überleben müssen. Bei Bäumen ist das natürlich anders. Die müssen viele Generationen überleben, also viele menschliche Generationen überleben als im Waldgefüge. Und dann kommen natürlich, sagen wir mal, extreme Ereignisse als eine Störung dazu. Und wenn es da mehrere extreme Ereignisse, und wir können in den letzten 2 Jahren, die letzten 2 Sommer waren extreme Ereignisse, klimatologisch gesehen, und dementsprechend kommen die Bäume an ihre Grenzen. Und ein drittes Jahr wäre, gerade jetzt, wenn wir einige Baumarten betrachten, wäre das unter Umständen tatsächlich so weit, dass man von der Katastrophe sprechen kann. Also für die Fichte ja sowieso, das wissen wir, da ist ja auch noch der Zusammenhang oder das Zusammenspiel mit dem Borkenkäfer, der ja wiederum durch die wärmeren Temperaturen begünstigt wird.
aber auch andere Baumarten. Wir können von der Buche sprechen, die Eiche hat Probleme und die Liste geht auch noch ein Stückchen weiter. Also ja, in der Tat, der kumulative Effekt ist da und wir wissen noch nicht, wohin das alles geht. Welche Effekte oder Folgeschäden können denn da noch auftreten, wenn man, also meistens in der Berichterstattung geht es um den Befall mit Borkenkäfern oder halt einfach um den Wassermangel, aber ich erinnere mich in der Diskussion um Stadtbäume zum Beispiel geht es dann oft um Befall mit Bakterien, die Rinde dann schädigen und die Bäume absterben lassen. Oder kann es sein, dass zum Beispiel, weil das Mikroklima des Waldes sich verändert, dass sich das gesamte Ökosystem verändert, die Moose Schwierigkeiten haben und damit auch die Bäume in irgendwelche Schwierigkeiten geraten? Also Waldökosystem, wenn wir jetzt nicht vom Stadtwald reden, aber von einem natürlichen Gefüge, ist natürlich klar, das muss man gesamtheitlich betrachten. Und in dem Falle sind Bäume ja sozusagen die Ingenieurarten. Das heißt, ohne den Baum gäbe es keinen Wald und der Baum oder die Bäume schaffen sozusagen die Umweltbedingungen, die dann für andere Lebensformen natürlich auch wichtig sind. Sollte es den Bäumen nun schlechter gehen und einige Baumarten vielleicht erhöhte Mortalitätsraten zeigen, dann wird sich natürlich auch das ganze Waldgefüge irgendwie ändern. Inwieweit und in welche Richtung und welche Moose jetzt besonders betroffen sein werden, wenn mich das Beispiel aufgreifen möchte oder andere Krautpflanzen und so. Also da glaube ich, soweit könnten wir uns jetzt nicht auch im Fenster lehnen oder sollten das auch nicht, weil wir bisher auch noch nicht definitiv sagen können, wie es den einzelnen Baumarten gehen wird. Definitiv, wir beobachten und das ist ja im Waldzustandsbericht dieses Jahr, der vor kurzem veröffentlicht wurde, kann man das ja sehen. Die Schädigung der Bäume nimmt zu. Wir haben jetzt sozusagen Niveaus erreicht, wie das in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre war. Wobei ich denke, dass dieser Waldzustandsbericht im Vergleich zu der eigentlichen Situation noch relativ milde ist, weil es sozusagen immer nur so eine Art Schnappschuss ist. Also nur so eine Kurzaufnahme von dem, was sich wirklich im Wald tut. Also das kann in der Tat auch große Auswirkungen auf das ganze Waldgefüge haben. Aber wohin das genau gehen wird, stehen wir auch in der Wissenschaft vor sehr vielen offenen und ungelösten Fragen. Okay, dann möchte ich Ihnen gerne unseren zweiten Experten vorstellen. Professor Dr. Henning Kage ist der Leiter der Abteilung Acker- und Pflanzenbau am Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Herr Kage, auch hier eine ganz ähnliche Frage, denn alle reden immer von der großen Trockenheit, also immer mit dem Fokus auf den Wassermangel. Aber welche anderen negativen Konsequenzen treten denn während oder infolge einer Dürre auf, die indirekt eben mit diesem Wassermangel zu tun haben? Also zum Beispiel die Erosion von dem viel zu trockenen Boden und damit der Abtragung von Nährstoffen oder Salzstress, der für die Pflanzen entsteht. Gibt es da Dinge, die wichtig sind, dass wir die wissen? Also Erosion ist sicherlich regional ein größeres Problem, also die Häufigkeit von Starkniederschlägen, die nimmt schon zu. Aber ich denke mal, das ist wirklich regional begrenzt. Also ich möchte es nicht kleinreden, das Problem, das gibt sicherlich. Salzstress ist nach wie vor noch lange kein Thema. Also da müssten wir wirklich über längere Zeit tatsächlich aride Bedingungen haben. Das heißt also deutlich mehr Verdunstung als Niederschlag. Und das haben wir Gott sei Dank in den nächsten 30, 40, 50 Jahren, glaube ich, nirgendwo in Deutschland wirklich zu erwarten. Was ein wichtiges Thema ist, ist natürlich nochmal der Zusammenhang zwischen Wasserhaushalt, Energiehaushalt und Bestandestemperatur. Das Thema Hitzestress wird sehr intensiv diskutiert in der Wissenschaft. Persönlich bin der Meinung, dass es manchmal auch etwas überzeichnet dargestellt wird. Wir haben natürlich also tatsächlich eben unter mangelnder Kühlung bei abnehmender Transpiration Temperaturerhöhung der Bestände gegenüber der Luft, die 5, 6 Grad erreichen können, in Zukunft vielleicht auch noch etwas mehr. Aber wir haben auch an dem Thema intensiv gearbeitet im Rahmen einer DFG-Forschergruppe und konnten eigentlich beim Weizen nicht so deutliche Effekte zum Beispiel von Hitzestress in der Blüte nachweisen, wie das so gemeinhin auch diskutiert wird, sage ich jetzt mal, also mit intensiven Anstrengungen. Aber es gibt eben eine Temperaturwirkung und die Temperaturwirkung geht eben in der Richtung, dass die Vegetationszeiten sich einfach dann einkürzen. Und das hat schon auch deutliche Effekte auf das Ertragsniveau unserer wichtigen Kulturpflanzen, also im Bereich Getreide, Raps ist das so. Und entsprechend sehen wir schon auch jetzt eigentlich seit 15 Jahren, 20 Jahren teilweise im Prinzip stagnierende Erträge, trotz intensiver Züchtungsanstrengungen, also die Ertragspotenziale unserer Sorten, die steigen weiter an, aber das kommt einfach nicht
in der Praxis an, in der breiten Fläche, weil auf vielen Standorten einfach eben tatsächlich der Faktor Wasser zunehmend zum begrenzenden Faktor wird und das in Kombination eben dann auch mit teilweise eben solchen ja, Energieproblemen, die Pflanzenbestände bekommen, die einfach dann wärmer werden als die Umgebung und dann einfach ihre Vegetationszeit einkürzen. Es gibt auf der anderen Seite aber eben auch Kulturpflanzen, die durchaus positiv reagieren. Aber wenn wir die Zucker über den Mais uns anschauen, sind das Kulturpflanzen, die nach wie vor und sogar fast beschleunigte Ertragsentwicklung aufweisen, also steigende Erträge aufweisen. Und das hängt eben dann auch sehr stark eben an den Niederschlagsverteilungsmustern, die sich jetzt ja ändern. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich bin kein Klimatologe, aber was ich so sehe, kriegen wir halt überwiegend jetzt Frühsommertrockenheiten, die gerade eben unseren Wintergetreidearten sehr stark zu schaffen machen. Dahingegen wird es dann im Sommer irgendwann eben auch deutlich feuchter plötzlich oder es gibt eben die Starkniederschläge. In der Summe nehmen die Niederschläge dann so ab Juli, August dann eher wieder zu. Das ist mein Stand der Analyse. Und da verschieben sich im Prinzip dann auch Vorzüglichkeiten zwischen den Kulturpflanzen. Wann immer es jetzt trocken ist, auch in den letzten Wochen in der Berichterstattung, ist ja immer die Frage, können. Wahrscheinlich ist es ja so, dass in Deutschland die Situation nicht überall gleich ist, ne, sondern dass manche das Wasser vor allem aus Grundwasserbeständen beziehen, andere wiederum aus großen Flussläufen, die in der Nähe laufen. Welche unterschiedlichen Situationen gibt es denn da in Deutschland? Naja, Bewässerungslandwirtschaft ist in Deutschland vergleichsweise wenig verbreitet. Es gibt in Ostniedersachsen ein vergleichsweise intensives Beregnungsgebiet. In Gemüseanbaugebieten wird intensiv beregnet, also überall da, wo sehr hochwertige Kulturen angebaut werden, sehen wir Bewässerungslandwirtschaft. Ansonsten ist das eigentlich fast noch ein Randthema, das natürlich aber jetzt zunehmend auch Interesse findet bei praktischen Landwirten. Also es gibt durchaus natürlich zunehmend den Wunsch, jetzt also diese Klimawidrigkeiten auch durch Bewässerung auszugleichen. Prinzipiell gibt es durchaus auch noch Reserven, meiner Meinung nach. Also wir haben zwar also mit zunehmendem Trockenstress im Sommer zu tun, im Hinblick auf die Grundwasserstandsentwicklung ist die Situation nicht ganz so eindeutig, regional sicherlich auch unterschiedlich einzuschätzen. Aber das ist mit hohen Investitionen verbunden und deshalb ist das auch eine eher ganz langfristige und langsame Entwicklung und dann wird man eben auch sehen, wie weit eben dann auch Naturschutzansprüche, sage ich jetzt mal so, aus diesem Wunsch der Landwirte jetzt zunehmend eben Wassernutzen auch entgegenstehen. Also ich halte durchaus da noch Reserven für verfügbar, aber das ist sicherlich auch eine längerfristige Diskussion, die man dann auch mit anderen Stakeholdern in dem Bereich dann führen muss. Traditionell wird, wie gesagt, der Bewässerungslandwirtschaft tendenziell eher in den alten Bundesländern tatsächlich Grundwasser genutzt. In den neuen Bundesländern war historisch gesehen tatsächlich auch die Nutzung von Oberflächenwässern üblich. Dort hat aber sehr stark nach der Wende der Anteil an Bewässerungslandwirtschaft abgenommen. Das war einfach auch wirtschaftlich begründet. Man braucht eben relativ viel Investitionsmittel, um diese Dinge auch wieder ans Laufen zu bringen. Und das hat vielen Agrargenossenschaften gefehlt. Also der Bundesland ist jetzt aber langsam wieder steigend. Wobei ich glaube, jetzt auch eher eben Grundwasser auch tatsächlich die Hauptquelle ist, weil die Genehmigung der Entnahme aus Oberflächengewässern eben zunehmend schwieriger wird. Und um die Runde in der Vorstellung komplett zu machen, möchte ich jetzt auch Dr. Andreas Marx begrüßen. Er ist Leiter des Mitteldeutschen Klimabüros am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig und arbeitet dort im Department Hydrosystemmodellierung. Und Sie werden seinen Namen vermutlich schon des Öfteren auch gelesen haben, denn er ist verantwortlich für den Dürremonitor, über den wir immer sprechen, wenn wir uns die Situation in Deutschland angucken. Herr Marx, in den letzten Tagen hat es ja hier und da immer mal ein bisschen geregnet. Sehen Sie denn das sofort in Ihren Karten oder Regen welcher Intensität oder von welcher Dauer braucht es, damit Sie sagen können, okay, hier ist jetzt wirklich ein signifikanter Effekt zu verzeichnen? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ein signifikanter Effekt. Den signifikanten Effekt sehen Sie bei 5 mm Tagesniederschlag, wie wir das jetzt in den letzten Tagen hatten, in Wäldern nicht. Also das hat man auch schön gesehen jetzt in den letzten Tagen. Ich war in Leipzig unterwegs. Und wenn Sie ältere Bäume anschauen, da mal drunter gehen, da sehen Sie oftmals, dass der Boden trocken ist. Das ist einfach, weil das komplette Niederschlagswasser
als Interzeption im Baum hängen bleibt. Und natürlich ein Teil läuft über den Stamm zum Boden, aber das ist sehr wenig. Wo das Wasser sicherlich geholfen hat, ist in der Landwirtschaft. Da haben viele Kulturen im Moment Phasen, in denen man phänologisch einfach Wasser braucht bei den Pflanzen. Da freut man sich eigentlich um über jeden Millimeter, der fällt. Das ist tatsächlich so, wenn da oberflächlich der Boden 5 cm tief feucht wird, ist das besser als nichts. Wenn Sie mich fragen, wie lange müsste es regnen, um das Defizit auszugleichen, für die Landwirtschaft ist es so, dass dadurch, dass die Pflanzen ja, also die einjährigen Kulturen wachsen ja mehr oder weniger von der Oberfläche, haben gesagt, tiefen je nachdem 4 bis 6 cm und wachsen dann mit dem Wurzelwerk nach unten. Also da ist es gut, wenn der Boden von oben nass wird. Wenn Sie hier 2 Wochen intensiven Niederschlag haben, bei nicht so hohen Temperaturen und dann die Verdunstung eben auch keine so eine große Rolle spielt, kann Ihnen das schon sehr, sehr stark weiterhelfen. Im Wald ist es vollkommen anders. Also da reden wir ja quasi über große Volumina, aus denen die Bäume quasi mit ihren Wurzeln Wasser ziehen müssen, um sich gut zu versorgen. Und da haben Sie das Problem, wenn Sie ein Wasserdefizit von also einem dreistelligen Literbereich pro Quadratmeter haben, da brauchen Sie einfach mehrere Monate überdurchschnittlichen Niederschlag, um das auszugleichen. Und jetzt kommt die Situation dazu. Wir sind in Deutschland in einem Klima, in dem es im Sommer wärmer ist als im Winter und gleichzeitig sind auch im Sommer die Böden trockener als im Winter. Wir haben hier einen Jahresgang. Der Sommer ist einfach die Jahreszeit, in der dadurch, dass die Niederschlagsintensitäten häufiger sind, Sie haben also mehr Gewitterniederschlag, Sie haben sehr viel höhere Temperaturen, das heißt, die Verdunstung spielt eine große Rolle, die ist im Winter fast nicht existent. Deswegen ist es so, dass im Sommer eben traditionell weniger Wasser in den Boden geht und im Sommer lösen sich Dürren weniger gut auf. Das ist eigentlich so die Ausgangssituation, die wir jetzt haben, weswegen man natürlich schwer vorhersagen kann, wie jetzt genau der Sommer wird. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Trockenstress zumindest in den Wäldern über den Sommer noch erhalten bleibt. Wenn man sich die Karten bei Ihrem Dürremonitor anschaut, dann sind die tiefroten Gebiete oder sind auf den Karten, die Trockenheit des Bodens in oberen Schichten oder auch bis 1,80 Meter Tiefe zeigen, in anderen Regionen tiefrot gefärbt als die Karten, wo es um die Wasserverfügbarkeit geht für die Pflanzen. Inwiefern ist denn dann eigentlich der Parameter der Bodentrockenheit der richtige, auf den wir gucken sollten bei der Berichterstattung? Ja, es ist eine Mischung aus beidem. Also das ist einer der Gründe, weswegen das pflanzenverfügbare Wasser gezeigt wird und gleichzeitig die Dürreinformation. Das pflanzenverfügbare Wasser ist eigentlich das, was traditionell den Landwirten mehr interessiert. Da haben sie quasi absolut die Wassermenge in Litern im Boden. Ist tagesaktuell wird auch gezeigt. Die nutzbare Feldkapazität ist quasi der Bereich des Wassergehalts des Bodens, in dem die Pflanzen das Wasser saugen können. Und da ist es einfach so, es gibt gewisse Schwellenwerte. 50% pflanzenverfügbares Wasser ist so ein zu beginnender Trockenstress. Das ist auch von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich. Normalerweise ist es so, wenn man bei 30% pflanzenverfügbarem Wasser angekommen ist, sind eigentlich alle Kulturen unter Stress. Die Dürreinformation, die dazu gezeigt wird, das ist eigentlich das, wo der Dürremonitor ursprünglich herkommt. Das zeigt an, wie die aktuelle Situation im Vergleich zu dem ist, was man langjährig eigentlich erwartet. Und langjährig erwartet heißt, ich habe quasi für jeden Tag bis 1951 zurück den Bodenzustand, den Bodenfeuchtezustand in Deutschland. Und wenn ich jetzt quasi aktuell im Mai 2020 eine Situation habe und es so trocken ist, wie nur in 20% der Jahre, erst dann bin ich in einer Dürresituation. Und die Dürresituation gerade mit dem gesamten Boden, die kann man ganz gut verwenden. Im Wald, in der Landwirtschaft, guckt man mehr auf das pflanzenverfügbare Wasser. Okay, dann vielen Dank an Sie drei für diese Eröffnungsrunde. Ich werde jetzt die Fragen aus dem Chat einbringen und bitte nochmal an Sie da draußen, stellen Sie gerne Ihre Fragen. Wir freuen uns, wenn Sie die Gesprächsmöglichkeit mit den Experten nutzen. Die erste Frage. Kann man denn schon abschätzen, welche Regionen in Deutschland voraussichtlich am stärksten betroffen sein könnten, wenn es denn wieder ein Dürrejahr werden würde?
Und wo sind die Grundwasserspiegel zum Beispiel jetzt schon problematisch? Gerne, Herr Marx. Ja, also Grundwasserstände sind schon angesprochen worden. Beim Grundwasser ist es so, es gibt Bereiche, also grundsätzlich sind tendenziell die Grundwasserstände in Deutschland gefallen in den letzten Jahren. Es gibt regionale Unterschiede. Ich weiß es aus Sachsen sehr genau, weil ich da auch zusammen mit dem zuständigen Landesamt häufig auf die Daten drauf gucke. Wir haben hier eine Situation, wo wir eigentlich seit 5 Jahren die Tendenz zu sinkenden Wasserständen haben. Das ist keine Einzelsituation in Deutschland und das erklärt sich aber eben auch daraus, dass wenn wir seit 2018 eine große Trockenheit in den Böden haben, dann kommt quasi von oben wenig Wasser ins Grundwasser nach. Die Grundwasserneubildung ist ja das, was quasi an Niederschlagswasser durch den gesamten Boden kommt, was nicht von den Pflanzen gesaugt wird und reinläuft bis ins Grundwasser. Und mit den hohen Temperaturen der letzten beiden Jahre und dem relativ geringen Niederschlag, den wir hatten, bedeutet das ganz einfach, dass der Stress auf das Grundwassersystem in vielen Bereichen Deutschlands da ist. Und da hat man auch sehr schön gesehen, dass diese wirklich großen Niederschlagsmengen, wir hatten im Februar 2020, haben wir in Größenordnung 250% des Niederschlags gesehen, den man normalerweise sieht. Und das hat sich jetzt auch sehr schön gezeigt. Auch wenn es da große Verwunderung gibt, dass noch immer ein Dürrezustand gezeigt wird. Es ist einfach so, das Wasser kommt nur sehr langsam im Boden nach unten. Vor allem dann, wenn Sie sehr trockene Schichten dazwischen haben. Es gibt ein sehr schönes Beispiel beim Backen. Wenn Sie eine Schüssel mit Mehl haben, ja, mit trockenem Mehl und Sie kippen da Milch drauf, dann haben Sie eine Linse auf dem Mehl schwimmen. Das ist einfach so, dass quasi, wenn der Boden trocken ist, geht das Wasser schlecht rein. Wenn Sie jetzt aber beim Backen quasi Ihre Milch und das Mehl mal verrührt haben und dann nochmal Milch dazukommen, dann vermischt sich das schneller. Und das ist genau diese hydraulische Leitfähigkeit des Bodens. Ein trockener Boden nimmt das Wasser schlecht auf. Und wir haben einfach dann im Februar 2020 gesehen, auch 5 Wochen Niederschlag, die reichen eben nicht, dass das Wasser in allen Bereichen Deutschlands 2 Meter tief in den Boden reinkommt. Wissen Sie denn, wie die Situation in anderen europäischen Ländern ist? Ist auch sehr unterschiedlich. Wir haben große Probleme mit Trockenheit gehabt im osteuropäischen Bereich. Damit verbunden hatten wir auch die Waldbrände um das Atomkraftwerk Tschernobyl. Auch da haben wir eine Trockensituation, die schon länger war. Dann, wenn wir in die vergangenen Jahre zurückkommen, 2018 hatten wir sehr große Trockenheit in Teilen Großbritanniens, die Benelux-Länder waren sehr stark betroffen. Dann der skandinavische Raum, da hat man es auch in den Medien verfolgen können mit Waldbränden. Interessanterweise war eigentlich der mediterrane Raum in den letzten Jahren weniger stark betroffen. Mhm. Herr Hartmann, gibt es denn Monate in der Wachstumsperiode, bei denen sich die Bodenfeuchtedefizite entscheidend auswirken oder bei denen die Bäume besonders vulnerabel sind? Nee, das wäre halt gerade jetzt eigentlich, in dem der Wasserbedarf eigentlich am größten ist, weil jetzt die Bäume halt zum einen ausschlagen, damit natürlich das Wasser anfangen zu fördern und auch jetzt anfangen zu wachsen. Und für das Wachstum ist das Wasser nicht nur insoweit wichtig, dass es für die Photosynthese zur Verfügung steht, sondern Pflanzen brauchen das Wasser auch, um Zellwachstum betreiben zu können. Das heißt also, wenn ich nicht genügend Wasser habe, kann ein Zelldruck aufgebaut werden, der dazu führt, dass es eigentlich zu einer Vergrößerung der Biomasse kommt. Und das ist im Prinzip jetzt ist eine kritische Phase für das Wachstum. Dann sind natürlich andere Phasen, die für das Waldgefüge oder für die Baumarten genauso kritisch sind. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Bäume jetzt im Vergleich zu Pflanzen, die eine niedrigere Höhe haben, die Bäume müssen dieses ganze Wasser ja nicht nur aus dem Boden fördern, sondern müssen das dann auch noch 20, 30, 40 Meter in die Höhe pumpen. Und das sind auch extreme Belastungen, die dann auf dem hydraulischen System der Bäume liegt. Das heißt also, selbst wenn ein Baum jetzt gut wächst, kann das dann im Sommer, wenn es dann zu einer weiteren Trockenperiode kommt,
dazu führen, dass in dem Leitgewebe der Bäume es zu Embolien kommt, das heißt zu einer Blasenbildung in diesem Leitgewebe, und die kann sich unter Umständen durch das ganze Leitgewebe dann durchsetzen, und der Wassertransport ist unterbunden. Das heißt, die Bäume können unter Umständen jetzt vielleicht noch gut wachsen, ist ja ein bisschen Regen gefallen, auch wenn das im Wald, wie Herr Marx das ja bereits erwähnt hat, eigentlich nicht wirklich angekommen ist. Aber selbst wenn die jetzt gut wachsen würden, wäre eine kritische Phase einfach für das Überleben auch später gegeben. Also da sind sehr viele Faktoren, die da reinkommen. Und eine andere Geschichte natürlich, klar, wir haben vom Borkenkäfer, haben wir schon erwähnt, das ist auch wieder eine andere Sache. Der Wasserbedarf gerade bei einem Baum wirkt sich nicht nur auf das eigentliche hydraulische System halt nur auf, sondern auch auf die Verfügbarkeit von Kohlenhydraten, also Kohlenstoff, den der Baum wiederum dann einsetzen kann, um sich gegen Insekten zu wehren. Und das Wasser, was fehlt, um Wassertransport, Blattausschlag, Wachstum, Photosynthese, Zucker produzieren zu können, fehlt dann auch, um sich effizient verteidigen zu können. Also alle Phasen sind eigentlich kritisch. Wenn man jetzt in der Landwirtschaft bei akutem Wassermangel ja vielleicht darüber nachdenken könnte, wo man das Wasser herkriegt und wie man es künstlich bewässert sozusagen, auch wenn Herr Kage uns ja gerade erklärt hat, dass das noch gar nicht so die große Rolle spielt im Moment. Was kann man denn im Wald machen? Also einen Wald zu gießen ist wahrscheinlich eher ein bisschen illusorisches Bild, ne? Was bleibt denn dann zu tun, um das aufzufangen, als nur abzuwarten und die Schäden zu protokollieren? Das ist natürlich im Wald sehr, sehr schwierig. Also es gibt sehr wohl waldbauliche Maßnahmen, dass man lichten kann, dass man sozusagen die Anzahl der Individuen reduzieren kann, um somit die verfügbaren Ressourcen auf eine geringe Anzahl von Individuen zu verteilen. Aber ob man das in einem Wald gerne möchte, ist dann wiederum eine andere Frage. Vielleicht kann man das in gewissen Pflanzungen durchführen. Aber ein Wald ist ja nur mehr als sind ja mehr als Baumstämme, die zu Bretter werden, sondern das ist ja ein natürliches Gefüge, was ein Lebensraum für andere Organismen ist. Das ist Naherholung, das ist Lufterhaltung, Wasser. Wir sprechen ja von sehr vielen Dienstleistungen. Und ob man da jetzt einfach reingehen möchte und sagt, okay, wir nehmen jetzt 30% aller Individuen weg, ist eine andere Frage. Also im Wald ist das sehr, sehr schwierig. Mhm. Welche Stellschrauben, Herr Kage, hat man denn in der Landwirtschaft, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie sichern wir die Ernteerträge, auch wenn Sie gesagt haben, dass das von Kultur zu Kultur verschieden ist. Aber wenn man überlegt, dass vielleicht trocken und heiß ja doch häufiger oder vielleicht sogar das neue Normal sein wird, auch hier in Westeuropa, welche perspektivischen Stellschrauben hat man denn in der Landwirtschaft? Naja, ich meine, aus meiner vorherigen Bemerkung folgt natürlich schon auch, dass es eine gewisse Verschiebung vielleicht in der Zusammensetzung unserer Kulturpflanzen geben wird, die wir typischerweise anbauen. Also es wird wahrscheinlich mehr Mais geben. Es wird von Süden her kommt eben zunehmend auch mehr Sojaanbau geben. Was unsere klassischen Kulturen angeht, ja, also es gibt natürlich Maßnahmen, die im gewissen Umfang das Wasseraneignungsvermögen unserer Kulturpflanzen verbessern können. Also die Tiefendurchwurzelung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da wird relativ viel zurzeit auch daran gearbeitet, ob man da im Bereich der Züchtung etwas machen kann. Das ist natürlich keine Größenordnung, aber so Schritt für Schritt kann man da sicherlich einiges tun dem Genmaterial, was man dort eben in unseren Sorten hat. Man sucht sehr intensiv danach. Es gibt natürlich im Bereich der Anbaumethoden einiges, was man machen kann. Also Verminderung der unproduktiven Verdunstung, also Mulchauflagen auf dem Boden belassen. Das ist jetzt nicht ganz neu, das Thema. Das wird schon seit 30, 40 Jahren beforscht und seit 15, 20 Jahren ist das eigentlich auch schon recht gut in der Praxis etabliert. Das wird man aber vielleicht noch intensivieren. Man kann auch da noch einen Schritt weiter gehen. Also es gibt eben auch so Bodenbadungssysteme, wo man tatsächlich nur Schlitze in den Boden zieht und versucht, eben möglichst viel Mulch oben drauf zu lassen. Das ist auch relativ neu. Es gibt natürlich dann auch wieder Zielkonflikte. Ja, das allseits bekannte Glyphosat ist ein Kernbaustein solcher wasserschonender Bewirtschaftungssysteme, und da wird man ein Problem bekommen, weil, wie gesagt, vieles von dem, was man jetzt in Richtung Verdunstungsschutz gemacht hat, geht nur, wenn man eben die Bodenbearbeitung auf ein Minimum reduziert, und wenn man Bodenbearbeitung sehr stark reduziert, dann muss man andere Maßnahmen ergreifen, um eben der Unkräuter, Ungräser Herr zu werden, und das ist sicherlich ein Problem, das wir da auch vor uns sehen.
Ja, man muss natürlich aber am Ende auch mit dem Problem leben. Das ist einfach so. Also wir werden dann einfach auch weiterhin stagnierende, vielleicht auch sogar sinkende Erträge, auf jeden Fall eben stärker fluktuierende Erträge sehen. Also die Erfolge werden da auch begrenzt sein. Was man vielleicht noch erwähnen muss, auch rein von der Faktenlage, wir haben natürlich ansteigende CO2-Konzentrationen. Die sind natürlich im Sinne der Nutzung knappen Wassers eher auch förderlich. Also vielleicht muss man das auch nochmal als Kompensationsfaktor nochmal in die Diskussion einbringen. Da ergeben sich dann schon auch Effekte auf die Menge an Wasser, die ich pro Biomasse brauche. Und die sind langsam auch merklich, denke ich. In der Landwirtschaft wird ja oft, oder bei der Betrachtung der Probleme für die Landwirtschaft, wird ja oft eben nur über den Oberboden, also über die ersten 25 Zentimeter gesprochen. Und nein? Naja, also die Frage, die ich eigentlich vorbereitet habe. Es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen Bäumen und annuellen Nutzpflanzen oder bianuellen Nutzpflanzen. Also wir reden hier bei Wintergetreide, bei Winterraps, also von maximalen Durchwurzungstiefen, die bis knapp 2 Meter gehen, und wirklich nutzbar ist dann vielleicht so 1,50 Meter, 1,20 Meter, je nach Standort, also Boden, Textur. Herr Marx hat ja schon die Stichworte Leitfähigkeit angesprochen, das spielt da auch eine große Rolle. Also es ist schon auch in der Landwirtschaft ein etwas tiefer gehendes Problem, was wir da uns angucken, was es eben auch schwierig macht, tatsächlich auch zum Beispiel eben Sorten zu erkennen, die einfach da mehr Leistung bringen, weil in 1,50 Meter tiefer hineinzuschauen, wie viele Wurzeln da sind, ist nicht ganz so einfach. Und da muss man eben auch nach Methoden suchen, um Informationen darüber zu gewinnen. Und dazu gehört eben zum Beispiel auch die Betrachtung des Energiehaushaltes. Also man kann indirekt da versuchen, Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber wie gesagt, wir haben natürlich nicht dieses lange Gedächtnis, um diesen Punkt vielleicht nochmal zu machen, in unseren ackerbaulichen Anbausystemen, wie wir es im Wald haben. Und von daher haben wir natürlich jetzt ein Trockenjahr und wir haben noch ein Trockenjahr. Es ist beides nicht gut, aber die kumulativen Effekte sind halt dann nicht ganz so stark. Wobei ich vielleicht auch nochmal den Kommentar zu Herrn Marx jetzt noch finden muss. Also wir haben sicherlich natürlich in den letzten 5 Jahren, wenn man die Zeitskala sieht, natürlich sinkende Grundwasserstände. Aber vielleicht will er auch meine Aussage, die ich jetzt bringe, nochmal kommentieren. Ich kenne aber regionale Studien, die im 30-jährigen Schnitt tatsächlich eher sogar zu steigenden Grundwasserständen regional, also ich kenne das aus Niedersachsen, gekommen sind. Sieht das denn bundesweit so dramatisch anders aus? Weil ich denke mal, das muss man auch sehen. Wir hatten in den 70er Jahren ja auch schon mal eine Reihe von Trockenjahren und dann gab es wieder feuchtere Jahre. Also für mich persönlich ist der Blick, aber ich bin eben, wie gesagt, kein Hydrologe, noch nicht so ganz klar, ob wir jetzt wirklich jetzt sagen können, wir haben einen langfristig sinkenden Trend unserer Grundwasserstände. Da wäre ich sogar selber im Augenblick ein bisschen ratlos oder würde mich zu keiner Aussage durchringen wollen. Aber ich glaube, Herr Marx hat da vielleicht eine klarere Aussage dazu, wenn ich die Frage stellen darf. Natürlich dürfen Sie. Herr Marx? Ja, würde ich sehr gerne aufgreifen. Ich stimme Ihnen dazu, also vollkommen. Sie hatten es angesprochen, Anfang der 70er Jahre, wir hatten 71 bis 76, war eine sehr trockene Phase in Deutschland insgesamt. 1975 war so ein bisschen die Ausnahme, aber auch da hatte man dieses Problem, dass über mehrere Jahre die Grundwasserstände gefallen sind, und man kann eben in Deutschland nicht feststellen, dass es dramatische Veränderungen und einen Trend zu weniger Grundwasser gegeben hätte. Trotzdem würde ich nochmal aufgreifen das Thema Bewässerung und Landwirtschaft. Was wir nicht wissen, ist, wie die Grundwasserneubildung sich in Zukunft weiterentwickeln wird. Und es ist durchaus möglich, dass wir bei ungefähr gleichen Jahresniederschlägen, aber insgesamt steigenden Temperaturen, es weniger Grundwasserneubildung in Deutschland geben wird. Es ist ein bisschen schwierig, das final zu sagen und zu bestimmen, weil es sehr stark davon abhängig ist, was im Winter passiert. Wenn im Winter weniger Frost stattfindet und der Boden eben oberflächlich nicht zufriert, dann kann es sogar sein, dass im Winter ein bisschen mehr Wasser in den Boden reingeht. Deswegen ist es insgesamt schwierig, auch den Klimatrend der Grundwasserneubildung zu bestimmen, weil wir da eben auch sehen, dass unterschiedliche Klima-Hydrologie-Modellkombinationen unterschiedliche Ergebnisse zeigen. Ich weiß nicht genau, wo die Grundwasserneubildung hingeht. Jetzt haben wir aber diese 2 sehr starken Dürrejahre in der Nordosthälfte für die Landwirtschaft gesehen und 2018 ja quasi flächendeckende Landwirtschaft die Probleme. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir von 3% bewässerter Fläche in Deutschland einen Sprung machen auf 40%, dann muss man tatsächlich die Frage stellen, also wir haben gesehen, 2018
aus Oberflächengewässern, da war kein Wasser, das sie nehmen konnten. Also wir müssen auch in den Oberflächengewässern ökologischen Mindestabfluss sicherstellen. Da war schlichtweg kein Wasser mehr da, was sie nutzen können. Das heißt, sie können nur die Ressource Grundwasser im großen Maßstab nutzen. Und wenn ich Perioden habe, in denen das Grundwasser sowieso schon sinkt und dann mehrjährig Probleme mit Trockenheit, da ist für mich schon die Frage, ist es eine gute Idee, einen quasi weiteren Stressor auf das System Grundwasser zu bringen, potenziell die Grundwasserstände noch weiter abzusenken, weil dann ja auch die Probleme ist, was passiert dann außenrum. Und dann ist die Frage, ob ich zum Beispiel in einem Waldgebiet oder in einem Ökosystem, das in der Nachbarschaft von landwirtschaftlichen Flächen ist, wenn ich das Grundwasser pumpe, das Wasser abgrabe und damit ganz neue Probleme generiere. Also ja, die Bewässerung hat Potenzial für die Landwirtschaft. Ob es langfristig tatsächlich machbar ist, Grundwasser nachhaltig für die Landwirtschaft zu nutzen, die Frage kann man schlichtweg heute noch nicht beantworten. Herr Kage, Sie hatten einmal die Hand gehoben. Ja, also Zustimmung und vielleicht auch Ergänzung. Also Zustimmung erstmal natürlich, also ganz klar, man kann die Trends durchrechnen, haben wir auch gemacht. Also wir arbeiten halt mit Wasserhaushaltsmodellen, die mehr einjährige Zeiträume betrachten. Aber man kann natürlich die sehr viel stärkere Ausschöpfung der Bodenwasservorräte im Sommer eben sehr gut zeigen. Und von daher braucht es natürlich auch wieder mehr Wasser, um das aufzufüllen. Also von daher hat man jetzt tendenziell aus dem Schluss heraus, wir kriegen vielleicht sogar eher steigende Niederschläge, sicherlich nicht sofort den Schluss, dass die Grundwasserbildung sich tatsächlich vielleicht auch positiv entwickelt. Aber ich habe mir regional auch nochmal Grundwasserstände angeguckt und ich konnte, wie gesagt, den 30-jährigen Trend das jetzt nicht so stark erkennen. Aber natürlich, man muss da aufpassen. Die Interaktion Naturhaushalt, Grundwasserstand hängt natürlich sehr stark vom Grundwasserstand ab. Wenn wir sehr große Flurabstände haben, wenn das Grundwasser bei 15 Meter oder so in Tiefen ist, dann ist die Interaktion nicht mehr so stark gegeben. Anderes Stichwort wäre natürlich nochmal eben auch Rückhalt von Oberflächenabfluss im Winterhalbjahr, also Speicherung in ja, Minitalsperren, hätte ich jetzt fast gesagt, also Ponding. Das sind Dinge, die sicherlich auch vielleicht dazugehören zum Maßnahmenpaket, das man hier ergreift, weil ich denke schon, dass man, ja, die letzten Wochen haben es gezeigt, man muss sicherlich auch sehen, dass man hier auf einem vertretbaren Intensitätsniveau Landwirtschaft doch am Laufen hält. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich bin immer Pflanzenbauer. Und da wird man schon auch, denke ich, reagieren müssen. Und Nutzungskonflikte, ja, wird es geben. Und die muss man aber vielleicht auch in beide Richtungen dann offen diskutieren. Herr Hartmann, gibt es denn so, ich neige immer zu dem Wort Kippelemente, aber gibt es denn, wenn man sich die Wälder betrachtet, auch da so Punkte, an denen man sagen muss, ab hier ist ein Wald jetzt leider einfach irreversibel geschädigt und es macht keinen Sinn mehr, dort jetzt versuchen, diesen Wald weiter zu unterstützen. Ich habe jetzt gerade am Wochenende Berichte gesehen, dass rund um den Brocken ganz großflächig Bäume abgestorben sind, einfach durch den Borkenkäferbefall. Aber gibt es übertragbare Kippelemente, wo man sagen muss, wenn der Punkt erreicht ist, ist das Ding durch? Also zunächst, tote Bäume heißt ja nicht, dass der Wald weg ist. Das ist eine Störung, die im Wald vorkommt. In vielen Waldökosystemen, jetzt gerade wenn diese weiter natürlicher sind, als das in Zentraleuropa der Fall ist, gehören solche Störungen, die den Bestand ersetzen, ja eigentlich auch zu dem natürlichen Gefüge dazu. Wenn wir jetzt gerade mal, weiß ich nicht, in Nordamerika zum Beispiel im borealen Wald über Waldbrände sprechen, da werden ganze Regionen durch das Feuer vernichtet, aber das ist ein Teil des Gefüges und das ist auch notwendig. Das ist jetzt hier in Zentraleuropa halt eigentlich eher nicht der Fall. Wir versuchen, unsere Wälder in einem Zustand zu halten, wie wir es kennen, seit Hunderten von Jahren mehr oder weniger. Und ich glaube, darüber müssen wir uns Gedanken machen. Natürlich gibt es sozusagen Kipp- oder Schwellenwerte für diese Kippmomente, in dem das bestehende System, so wie wir es etabliert haben oder beibehalten haben, vielleicht nicht beizubehalten ist. Wo genau diese Schwellenwerte liegen, das ist im Moment nicht wirklich klar. In Bezug auf die Fichte kann man natürlich zum Beispiel erwähnen, dass der Druck über den Borkenkäfer auf diese Systeme mittlerweile so stark ist, dass in vielen Regionen das Waldökosystem Fichtenwald, wenn man das so nennen möchte, ich glaube, an seinen Schwellenwert so langsam rankommt. Vor allen Dingen, wenn die Temperaturentwicklung so weitergeht, die ja wiederum sich positiv auf die Borkenkäferpopulationen auswirkt.
Nichtsdestotrotz, glaube ich, sollten wir eigentlich eher dazu übergehen, von diesem eher fatalen oder dieser fatalen Ansicht, des, wie wir das ja auch früher in den 80er Jahren gekannt haben, des Waldsterbens, dieser Begriff, dass irgendwie ein System Wald einfach stirbt, zu einer Waldveränderung übergehen, Akzeptanz irgendwie erreichen, dass der Wald, so wie wir den kennen und wie wir ihn geschaffen haben, dass der in der Zukunft wahrscheinlich einfach anders aussehen wird. Und da müssen wir uns jetzt ganz aktiv Gedanken drüber machen. Gesellschaftliche Diskussionen, die dort angestoßen werden müssen, weil gerade in Deutschland das Verhältnis Bevölkerung-Wald ein sehr spezifisches ist, so wie ich mal sagen möchte. Das Verhältnis der Deutschen zu dem Wald ist sehr, sehr stark. Und der Forst an sich ist ja eigentlich auch ein relativ stabiles System, was sich halt nicht so schnell ändert. Und dementsprechend ist die Tendenz, gerade in Deutschland, dass man ein Gefüge so behalten möchte, wie man es kennt, wie man das von den Eltern, Großeltern her kennt, dass man das so beibehalten möchte, ist das verständlich, aber glaube ich, unter den gegebenen Bedingungen des Klimawandels, glaube ich, nicht aufrechterhaltbar. Das heißt, wir sollten uns als Gesellschaft schon darüber Gedanken machen, dass wenn wir einen Wald mit all den Funktionen, die er uns ja bietet, weiterhaben wollen, müssen wir auch dazu bereit sein, dass dieser Wald sich verändern darf und nicht so bleibt, wie er jetzt ist. Aber verändern meinen Sie eben auch, dass man über neue Arten nachdenkt? Also ich habe immer das Gefühl, es findet so ein Streit statt. Macht es Sinn, zum Beispiel die Douglasia als einen Baum aus südlichen Gefilden hier tatsächlich anzusiedeln? Aber meines Wissens ist das ja auch ein Flachwurzler, ne? Der ja auch wie die Fichten als Flachwurzler dann Probleme haben. Inwiefern, was meinen Sie, wenn Sie von einem Wald, der anders aussieht? Ja, also ich denke, auf Dauer werden wir über andere Arten wahrscheinlich sprechen müssen. Ob die Douglasie da uns viel weiterbringt, weiß ich nicht. Es geht aber auch nicht nur um die Wurzelart. Da sind sehr viele andere physiologische Mechanismen, die dazu führen, ob eine Baumart trockenresistent ist oder nicht. Und nicht nur die Bewurzelung. Natürlich, klar, die Bewurzelung, wenn ich nur Wurzeln in einer Bodenschicht habe, in der es nun kein Wasser mehr gibt, ist das problematisch. Aber da sind auch andere Mechanismen auch damit bei. Die Douglasie auch hat in den letzten Jahren durchaus Ausfälle gezeigt. Ist, glaube ich, auch nicht der Wunderbaum, den wir uns darunter vorgestellt haben. Ich glaube, eine Erkenntnis, die wir auf jeden Fall machen müssen und die wir uns alle vergegenwärtigen müssen, ist, dass zum Beispiel die Buche, eine Baumart, von der wir eigentlich ausgegangen sind, dass die es relativ gut schafft, auch im Klimawandel, dass die in den letzten beiden Jahren stark gelitten hat. Und das ist meines Erachtens ein Anzeichen dafür, dass wir wirklich uns jetzt darüber Gedanken machen müssen, wie wir den Wald der Zukunft gestalten. Da können andere Arten dazu gehören, da können andere Provenienzen dazu gehören. Zum Beispiel, dass man sagt, man will vielleicht Provenienzen, also wo die Populationen herkommen, dass die vielleicht an trockenere Situationen schon sich angepasst haben und dass man sowas vielleicht auch eher einführt. Arten einführen ist natürlich immer problematisch, weil man damit das ganze Gefüge ändert. Also nicht nur die Baumart ändert sich, sondern auch, was die Baumart zu bieten hat an Dienstleistungen. Und da hängt ja dann sehr viel dran an anderen Organismen, die auch mit den Organismen sozusagen interagieren. Also ja, ich glaube, wir sollten uns langsam mit dem Gedanken gewöhnen, dass wir waldbaulich einiges verändern müssen. Da gehören andere Arten dazu, Provenienzen dazu, vielleicht andere waldbauliche Methoden, vielleicht auch andere Konzepte, was wir unter Wald verstehen. Dass der Wald halt nicht überall immer alles für uns bieten kann, was wir gerade brauchen. Da gehören natürliche Störungen dazu, da gehören auch Ausfälle dazu. Ich glaube, wir haben Schlusslinie, um das sozusagen ein bisschen zusammenzufassen. Ich glaube, wir haben von der Forstwirtschaft sehr, sehr viel verlangt, dass die Forstwirtschaft in allen Bedingungen alles richtig macht. Ich muss die Förster ganz kurz in Schutz nehmen, gerade in Bezug auf die Fichte. Sehr viel Kritik in der letzten Zeit, dass wir das alles falsch gemacht haben. Der Forst hat vor 70 Jahren verstärkt nach dem Krieg Fichten eingesetzt, einfach weil die Bedürfnisse da waren. Und die haben 70 Jahre alles gemacht, was sie brauchten. Die sind 70 Jahre gewachsen. Das heißt, der Forst, der hat eigentlich alles richtig gemacht. Wir haben Bedingungen geschaffen, in der diese Entscheidungen von damals, die damals richtig waren, jetzt nicht mehr richtig sind. Aber wir müssen jetzt reagieren.
Und wir müssen auf eine Art und Weise reagieren, dass wir uns auf diese Gedanken machen, wie ist die Situation jetzt, wie wird sie sich weiterentwickeln und welche Möglichkeiten bestehen da. Und da müssen wir von Tradition ein bisschen abrücken, müssen zur Wissenschaft hingehen, müssen Erkenntnisse sammeln, wie Arten sich verhalten unter Bedingungen und diese dann dort einsetzen. Herr Kage, wenn wir über, Sie hatten ja auch gesagt, dass es am Anfang, dass es eben Kulturen gibt, bei denen es sogar Erntezuwächse geben könnte. Können Sie dann auch Kulturen benennen, bei denen es wirklich zu Ernteeinbußen kommen könnten, die am Ende der Verwertungskette dann auch Auswirkungen auf die Verbraucherpreise haben? Naja, also wir reden jetzt natürlich erstmal tatsächlich im Pflanzenbau über Kulturen, die in vielen Gebieten der Welt angebaut werden. Also Weizen wird global angebaut und wenn wir hier geringere Weizenerträge in Zukunft bekommen, was ich nicht ausschließen mag, dass wir tatsächlich dann in einen negativen Trend hineinkommen. Also zumindest eben auch für die kontinentaleren östlichen Gebiete Deutschlands kann man das vielleicht durchaus pessimistisch einschätzen, trotz aller züchterischer und pflanzenbaulicher Anstrengungen, dass man leicht niedrige Erträge bekommt. Das hat natürlich aber dann global gesehen noch keinen ganz großen Effekt. Wenn man dann aber sich insgesamt natürlich weltweit die Trends anguckt, dann sind wir ja nicht auf einer Insel, das passiert dann überall. Und ob tatsächlich die Produktivitätssteigerung, die wir ja eigentlich brauchen, weil die Fläche wird nicht wachsen und die Weltbevölkerung wächst weiter und die Verzehrgewohnheiten ändern sich. Das heißt also, der Bedarf wird sich weiter deutlich steigern. Ob das in Zukunft tatsächlich noch über Ertragssteigerungen auszugleichen ist, das ist tatsächlich eine offene Frage. Und wenn das eher schwieriger wird, wenn das knapper wird, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Verbraucherpreise. Nun haben die Rohprodukte in unseren Endverbraucherpreisen, also gerade bei solchen Produkten wie Getreide, Speiseöl und so weiter, so einen verschwindend geringen Anteil also für die Verbraucher in Deutschland, dass er das nicht merken wird. Das sieht natürlich aber in Nordafrika anders aus, Stichwort arabischer Frühling. Das waren mal kurzzeitige Preisspitzen, die es da gegeben hat aufgrund von zwei schlechten Ernten. Und ja, das Nachspiel ist die Flüchtlingskrise. Also von daher, man sollte das Problem Ernährungssicherung schon ernst nehmen, denke ich. Für uns wird es wahrscheinlich auch vielleicht mal bei Corona ein paar Monate ein bisschen schwieriger, alles einzukaufen, was wir so brauchen auf dem Weltmarkt. Bezahlen werden wir es aber eigentlich immer können. Aber global gesehen ist das Problem schon auch ernst zu nehmen. Und also um Ihre Frage nochmal zu beantworten, also der Verbraucher muss sich da eigentlich erstmal keine großen Sorgen machen. Aber ich denke mal, wenn man das Dürreproblem dann global für die Landwirtschaft uns mal anschauen, dann lohnt es sich schon nochmal drüber nachzudenken, also wie wir uns hier verhalten und wie tatsächlich auch die Problemlösung dann global aussehen kann. Und wenn ich jetzt an die landwirtschaftliche Praxis hier in Deutschland vor Ort denke und dann eben auch an das dann häufig diskutierte Problem mit der Überdüngung, mit dem übermäßigen Austrag von Gülle, gibt es dort auch Auswirkungen, die jetzt in dieser Situation, also in einer möglichen Dürresituation mitzudenken sind? Naja, also Dürre heißt natürlich erstmal geringer Ertrag und wir haben jetzt vielleicht mal ein oder zwei Dürrejahre, aber das Problem ist natürlich auch für die Landwirtschaft nachher die höhere Variabilität unserer Erträge und daran hängt natürlich der Nährstoffbedarf und der ist sehr, sehr viel schwieriger einzuschätzen, wenn wir eben von Spitzenerträgen in einem Jahr mit einer günstigen Niederschlagsverteilung in sehr geringe Ertragsregionen wieder abrutschen. Das kann man natürlich nur bedingt vorhersagen. Man kann bei einigen Kulturen ein bisschen darauf reagieren. Daran arbeiten wir auch, also tatsächlich auch jahresspezifischer hier zu werden in der Düngungsempfehlung. Aber mit Zunahme der Ertragsschwankungen wird natürlich das Nährstoffmanagementproblem größer werden. Das Überdüngungsproblem an sich ist aber, wie gesagt, eigentlich ein völlig anderes. Da geht es um die Konzentration der Tierhaltung in Deutschland, die historisch in eine völlig falsche Richtung gewachsen ist. Das hat man lange Zeit einfach laufen lassen und viele der Diskussionen, die wir da führen, sind eigentlich unnötig, sind einfach nur Vollzugsdefizite und haben jetzt also mit unserem Kernproblem dann nur wieder eigentlich eher am Rande zu tun. Also ich würde mal sagen, 80% ist in irgendeiner Weise Verteilung der Tierhaltung in Deutschland und wir diskutieren hier vielleicht über die letzten 20% beim Nährstoffproblem, wenn wir über Ertragsvariabilität und Dürre sprechen, um mal die Größenordnung ein bisschen klarer zu machen. So, die Zeit unseres virtuellen Pressbriefings neigt sich langsam dem Ende zu. Herr Marx, ich würde Sie zum Abschluss vielleicht ganz gerne nochmal fragen. Wie weit würden Sie sich denn, also in der zeitlichen Achse nach vorne geschaut, wie weit würden Sie sich denn trauen, aus dem Fenster zu lehnen, zu sagen, so und so wird die Niederschlagssituation oder die Wassersituation in den Böden sich verändern? Also sagen Sie, das mache ich, also das ist
eigentlich seriös nur 2 Monate im Voraus möglich oder kann man da auch über 6 Monate sprechen? Also das wäre ja traumhaft. Saisonale Vorhersagen funktionieren für Europa mäßig gut, um das sehr vorsichtig zu sagen. Bei der Bodenfeuchte kommt ein schöner Begriff dazu, die Persistenz. Also es gibt eine Haltungsneigung. Wenn der Boden sehr trocken ist, gerade in bisschen große Tiefen, ist es sehr wahrscheinlich, dass er das über den Sommer noch sehr lange ist. Deswegen kann man über den Sommer sagen, es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Trockenproblem uns erhalten bleibt. Für den quasi nicht so tiefen Boden bis, sagen wir, einen halben Meter, da ist es so, dass sich das durchaus eben mit 2 Wochen überdurchschnittlichem Regen sehr schnell ändern kann. Deswegen ist es auch so schwierig für die Landwirtschaft jetzt schon zu sagen, dass es ein Dürrejahr wird und dass darauf basierend sehr große Ertragseinbußen stattfinden werden. Wir wissen, dass einige Kulturen schon geschädigt sind, sodass man zumindest mit leichten Schäden rechnen muss. Aber jetzt schon von einem Katastrophenjahr für die Landwirtschaft zu reden, das wäre noch immer zu früh. Für den Forst sehe ich es anders, eben weil wir nicht nur die Dürre haben. Die Dürre ist der ständige Begleiter, aber wir hatten auch Sturmereignisse in den letzten 2 Jahren, die ungünstig waren, Totholz in den Wald geworfen haben. Wir haben im letzten Jahr wenig Frost gehabt, sodass gerade die Käferpopulationen sehr gut über den Winter gekommen sind. Und da ist es ganz einfach so, dass wir fast flächendeckend eigentlich eine große Herausforderung haben. Vorhin war auch die Frage, die ich nicht beantwortet hatte, die Frage, welche Regionen sind besonders stark betroffen. Würde ich ganz kurz nochmal aufgreifen wollen, wenn ich darf. Die Regionen, das ist relativ schwierig. In der Forstwirtschaft, ich sage jetzt eigentlich ein flächendeckendes Problem, aber trotzdem regional sehr unterschiedlich, weil sie da das Zusammenspiel haben aus unterschiedlichem Klima und quasi unterschiedlichen Jahresniederschlägen. Sie haben unterschiedlichen Boden. Wenn Sie nach Brandenburg gehen, mit sehr sandigen Böden, die das Wasser nicht halten kann, können uns darauf einen Nadelholz-Mono Bestand haben, dann ist es einfach eine wahnsinnig schlechte Voraussetzung und das ist eine Region, die unter der Dürre ganz besonders leiden wird. Wenn man Wälder anschaut, insgesamt Kuppenlagen, da ist der Wasserhaushalt anders, als wenn sie in ein Tal reinkommen. Die Kuppenlagen sind quasi eher betroffen als die Bereiche in den Tälern, sodass es eben hier auf kurzen Distanzen große Unterschiede geben kann. Und zur Landwirtschaft nur noch ein Wort zu der regionalen Betroffenheit. Da treibt mich natürlich auch um, was vor allem aus den Kleinen betrieben wird. Und es macht einfach einen großen Unterschied, ob sie 2018 und 2019 betroffen waren. Das ist vor allem die Nordwesthälfte Deutschlands ohne Schleswig-Holstein. Oder ob sie eben quasi in Anführungszeichen nur das sehr schlechte 2018 hatten. Das ist dann eher der Südwesten Deutschlands. Und das wird eben potenziell stärkere Auswirkungen haben, wenn dann jetzt quasi noch ein drittes Jahr trocken in der Landwirtschaft, vor allem in der Nordosthälfte dazu kommt. Ja, danke schön. Und so opulent 50 Minuten Pressbriefing am Anfang immer wirken, so beschränkt ist das Zeitfenster dann doch am Ende immer. Ich habe das Gefühl, bei all den Fragen, wir hätten noch eine zweite und locker auch noch eine dritte Stunde miteinander sprechen können. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Herr Hartmann, Herr Kage, Herr Marx, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich hier einzubringen. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und mein besonderer Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen da draußen für ihr doch zahlreiches Interesse. Wie immer konnten wir nicht alle Fragen mit einbringen, aber wenn Sie auch so viel gelernt haben wie ich, dann hat sich's, glaube ich, gelohnt. Vielen Dank. Und Ihnen allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Vielen Dank. Jo, tschüss. Tschüss.